Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie immer gibt es noch ein Video zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe vom letzten Mal. Diesmal ging es um den Text über einen Erbrechtsstreit unter Beteiligung eines Priesters der Magna Mater, berichtet bei dem Schriftsteller Valerius Maximus. Und im Hintergrund stand natürlich das Kognitionsverfahren, das das Thema der letzten Einheit gewesen ist. Schauen wir uns zunächst den Text an. Ich hatte schon gesagt, es ist ein Text, der vielleicht ein bisschen erschütternd wirkt. Und gerade darum wollte ich ihn nicht unerklärt stehen lassen. Außerdem eignet er sich, obwohl es gar kein juristischer Schriftsteller ist, der ihn geschrieben hat, sehr gut, um nochmal das Schema der Exegese durchzugehen und einige Dinge zu wiederholen, die in der Vorlesung zur Sprache gekommen sind. Welch eine schwerwiegende Entscheidung des Konsuls Mamercus Aemilius Lepidus! Ein gewisser Genutius, ein Gallus, Priester der großen Mutter, hatte beim Stadtprätor Gnaeus Orestes durchgesetzt, dass ihm der Besitz des Vermögens des Naevius Anus eingeräumt wurde, nachdem er den Nachlassbesitz entsprechend dem Testament von demselben Prätor erhalten hatte. Daraufhin wurde Mamercus von Sordinus angerufen, dessen freigelassener Naevius Anus den Genutius zum Erben eingesetzt hatte. Mamercus hob die Entscheidung des Prätors auf, weil, wie er sagte, Genutius, der sich freiwillig die Geschlechtsteile hatte abschneiden lassen, weder zu den Männern noch zu den Frauen zu rechnen sei. Diese Entscheidung war des Mamercus würdig, würdig des Stimmführers im Senat, denn durch sie wurde dafür gesorgt, dass die Tribunale der Magistrate nicht unter dem Vorwand einer Rechtsforderung durch die anstößige Anwesenheit des Genutius und seine schmutzige Stimme befleckt wurden. Soweit dieser durchaus etwas verstörende Bericht. Wir schauen uns an, was wir daraus machen können. Erster Punkt: Bei jeder rechtshistorischen Exegese ist die Feststellung des historischen Kontexts und der Herkunft des Textes. Wir haben es hier, wie schon erwähnt, nicht mit einem juristischen Text zu tun, sondern mit einem Ausschnitt aus dem Werk des Valerius Maximus. Das war ein sogenannter Bundschriftsteller zu Anfang des ersten Jahrhunderts nach Christus, also in der frühen Kaiserzeit. Und das einzige von ihm überlieferte Werk heißt Facta Edicta Memorabilia. Weil es das einzige ist, gibt man es bei der Zitierung gar nicht an, sondern schreibt nur Valerius Maximus. Das ist eine Sammlung von Anekdoten, also von kleinen, unterhaltsamen und vielleicht auch lehrreichen Geschichten für interessierte Leser. So viel also zum Autor und zur Herkunft des Textes. Der Text berichtet über eine Handlung eines Konsuls namens Mamercus Aemilius Lepidus. Damit lässt sich die Anekdote datieren, denn wir wissen, dass Mamercus Aemilius Lepidus 77 vor Christus Konsul war. Sie müssen das natürlich nicht wissen. Man hätte es, wenn man diesen Text sich selber erschließen wollte, googeln können. Im Internet ist eine Liste der römischen Konsuln verfügbar. Ich hätte das in einer Klausur so nicht erwartet. Es könnte aber sein, dass in der Klausur, die ja eine Online-Klausur ist und zu Hause geschrieben werden kann, erwartet wird, dass Sie Wissenslücken durch Googlen schließen. Das dürfen Sie, das sollten Sie dann aber auch. Also, wir können das datieren auf 77 vor Christus. Das heißt, unser Schriftsteller Valerius Maximus, der selber zu Anfang der Kaiserzeit schrieb, schildert eine Begebenheit aus der Spätzeit der Republik. Es geht darin unter anderem um einen Priester der Magna Mater. Das ist eine Göttin, auch Kybele genannt, deren Kult ursprünglich aus Phrygien in Kleinasien stammt, aber später in Griechenland und auch in Rom verbreitet war. In Rom seit dem 3. Jahrhundert vor Christus, seit der Zeit der Kriege gegen Hannibal. Zum Kult dieser Kybele gehörte, dass die Priester sich selbst entmannten. Das hängt damit zusammen, dass die Kybele selbst eine Göttin ist, die gewissermaßen Geschlechterambivalenz symbolisiert. Sie soll der Sage nach ursprünglich ein zugleich männliches und weibliches Wesen namens Agdistis gewesen sein, dann entmannt worden sein und dadurch nur noch Frau gewissermaßen gewesen sein. Und ihre männliche Seite soll auf ihren Geliebten Attis übergegangen sein. Also eine Geschichte, die, wenn man die Geschichte von Sexualität und Geschlechterdefinitionen untersuchen will, faszinierend ist. Wir sehen, dass in Rom
dieser Kult mit der Selbstentmannung, mit den Geschlechterambivalenzen bei den Priestern nicht geduldet war. Es gibt auch viele Bilder, die Priester der Kybele zeigen, die sich nicht so leicht einem Geschlecht zuordnen lassen. Hier sehen wir ein römisches Bild eines solchen Priesters, der nun sehr eindeutig als Mann erkennbar ist. Die Römer haben also diesen Kult akzeptiert, aber nicht die damit einhergehenden Selbstverstümmelungen. Und das ist wohl auch der Hintergrund unserer Anekdote, unseres Falles. Schauen wir uns zunächst mal nochmal an, wer die beteiligten Personen sind. An dem Rechtsfall als solchem sind zunächst mal der Erblasser beteiligt, der naturgemäß tot ist, Nervius Anus, um dessen Erbe geht es. Und es gibt zwei Personen, die dieses Erbe gerne hätten. Der eine ist der Kybele-Priester, Genutius. Der ist im Testament des Nervius Anus zum Erben eingesetzt. Und zum anderen gibt es einen gewissen Surdinus. Das ist der Freilasser des Nervius Anus. Und bei Freigelassenen gelten besondere Regeln des Erbrechts. Die Freigelassenen sind ja ehemalige Sklaven und ihre Blutsverwandtschaftsbeziehungen aus der Zeit der Sklaverei sind für das Recht uninteressant. Freigelassene haben insofern keine Blutsverwandten, keinen Vater oder keine Mutter im rechtlichen Sinne und keine entfernteren Verwandten. Und deswegen tritt an die Stelle der Blutsverwandten, wenn es um das Erbrecht geht, der Freilasser. Dem müssen die Freigelassenen ihr Leben lang dankbar sein und der ist deswegen gesetzlicher Erbe. Es gibt auch Vorschriften darüber, dass dem Freilasser etwas vermacht werden muss, dass er etwas hinterlassen werden muss. Das interessiert uns hier zunächst mal nicht. Jedenfalls ist er gesetzlicher Erbe dann, wenn es kein Testament gibt. Gesetzlicher Erbe oder Intestaterbe. Wir haben also hier ein Testament und wir haben einen Intestaterben, der natürlich daran interessiert wäre, diesem Testament die Wirkung zu nehmen. In der ersten Instanz, wenn man so will, ist das nicht geschehen. Das Erste, was wir hören, ist, dass der Prätor Gnaeus Orestes dem Genutius, also dem im Testament eingesetzten Erben, den Nachlassbesitz gewährt. Sie sollten sich erinnern, der Nachlassbesitz ist eine Entwicklung des Prätors im Rahmen seiner Jurisdiktionsgewalt, hat keine gesetzliche Grundlage. Der Prätor hilft demjenigen, den er für den Erben hält, dabei, die Erbschaft an sich zu nehmen und seine Rechte durchzusetzen, indem er ihm förmlich gestattet, den Nachlass in Besitz zu nehmen. Das nennt man die Zuweisung des Nachlassbesitzes. Und es kann dann auch weitere Schritte geben, um dem Erben die tatsächliche Sacherschaft zu verschaffen, also den tatsächlichen Besitz. Normalerweise bekommt das derjenige, der auch Kraft Gesetzes Erbe ist, der nach den Rechtsregeln Erbe ist. Zuweilen haben die Prätoren aber diese Institution des Nachlassbesitzes auch eingesetzt, um das Zivilrecht zu korrigieren und jemanden die Erbschaft zu überlassen, der sie nach dem Zivilrecht nicht bekommen hätte. Das haben wir in der Vorlesung ausführlich behandelt. Das ist hier nicht der Punkt. Hier geht es einfach um den testamentarischen Erben. Dem wird geholfen vom Prätor bei der Realisierung seiner Rechte, indem er diesen Nachlassbesitz zugesprochen bekommt, ihm sozusagen sein Erbrecht amtlich bescheinigt wird. Das ist geschehen und dagegen wendet sich nun Surdinus, der nicht zufrieden ist, der es lieber sähe, das Testament wäre nicht wirksam und er würde als gesetzlicher Erbe zum Zuge kommen. Und er wendet sich an den Konsul, dessen Amtsgewalt, das Imperium, ja dem Imperium des Prätors prinzipiell entspricht, aber Vorrang hat. Und der Konsul hebt jetzt auf Betreiben des Surdinus die Entscheidung des Prätors Gnaeus Orestes auf. Und das ist schon die ganze Entscheidung, die nun mit blumigen Worten von Valerius Maximus für richtig erklärt wird. Ob es für diese Entscheidung wirklich eine gesetzliche Grundlage gab, wollen wir nicht verfolgen, ist auch tatsächlich unklar. Es gibt sonst wohl keine Belege dafür, dass Personen, die sich selbst kastriert hatten, nicht erbfähig waren oder nicht erbwürdig waren. Das müssen wir also so hinnehmen, dass Mamercus offenbar der Meinung ist, es sei hier nicht richtig gewesen, nach damals geltendem römischen Recht, dass Genutius dieses Erbe bekommen hat. Aus heutiger Sicht ist das natürlich eine Entscheidung, die wir so nicht treffen würden. Für die Zwecke unserer Vorlesung, wo es ja um das Kognitionsverfahren ging, ist wichtiger, dass wir hier schon in der späten Republik einen Vorläufer einer Appellationsentscheidung sehen.
Appellation ist ja, oder auf Deutsch Berufung, meint ja, man wendet sich gegen die Entscheidung eines niedrigeren Gerichts an das nächsthöhere Gericht und versucht dort die Aufhebung der nachteiligen Entscheidung erster Instanz zu bekommen. Und genau das tut hier Sodinus. Er wendet sich gegen den Prätor, gegen die Entscheidung des Prätors an einen höheren Beamten und erreicht die Aufhebung des Beschlusses des Prätors. Es geht hier allerdings nicht um ein Urteil im damals noch allgemein herrschenden Formularprozess, sondern um eine Entscheidung des Prätors in einem Verfahren eigener Art, eben diesem Verfahren zur Erteilung des Nachlassbesitzes. Trotzdem kann man hier ahnen, was sich später entwickeln wird. Die römischen Kaiser lassen sich ja die Amtsgewalt eines Konsuls beilegen, mit der Maßgabe, dass ihre Entscheidungsgewalt noch Vorrang vor der des Konsuls hat. Und auf dieser Basis nehmen sie sich heraus, auch in Gerichtsentscheidungen, die auf der Amtsgewalt des Prätors beruhen, einzugreifen und diese Entscheidungen aufzuheben in einem Appellationsverfahren. Da wird also nach und nach aus der letztlich formlosen und auch nicht von bestimmten Rechtsregeln geleiteten Anrufung des höheren Beamten durch einen unzufriedenen Bürger ein gefestigtes Verfahren, wo man sich an den Kaiser und später an vom Kaiser benannte Stellen wenden kann, um die Aufhebung eines erstinstanzlichen Urteils zu erreichen. Ich hatte schon gesagt, das hat mit dem Kognitionsverfahren in mehrerer Hinsicht zu tun. Zum einen ist es Kennzeichen des ausgebildeten Kognitionsverfahrens, dass eben ein Rechtsmittel möglich ist. Im Formularprozess war das ursprünglich nicht möglich. In der Übergangszeit gab es auch Appellationen gegen Entscheidungen im Formularprozess. Aber der Kaiser als höhere Instanz entschied immer ohne Beachtung der Form des Formularprozesses. Er entschied so, wie es dann im Kognitionsverfahren allgemein üblich wurde, in einem einstufigen Verfahren. Und insofern war die Einführung des Appellationsverfahrens als solche ein Faktor, der zur Durchsetzung des Kognitionsverfahrens geführt hat, weil eben das Appellationsverfahren immer in der Form einer Kognition, einer Entscheidung durch einen Beamten von vorne bis hinten, ohne Zweistufigkeit, ohne Richterernennung, ohne Klageformel durchgeführt wird. Und darin liegt die eigentliche rechtshistorische Bedeutung dieses Falles für uns. Letzter Punkt einer Exegese wäre der Ausblick oder auf das heutige Recht oder die Herstellung von Bezügen zum heutigen Recht. Ich hatte schon mehrfach betont, in der Klausur werde ich diesen Punkt nur verlangen, wenn es dazu etwas zu sagen gibt, was man auch in den Anfangssemestern schon sich herleiten kann. Das wäre hier eher nicht der Fall. Trotzdem trage ich das wie immer der Vollständigkeit halber vor und auch weil es hier ganz interessant ist. Fangen wir mit der verfahrensrechtlichen Seite an. So ein Verfahren zur Erteilung des Nachlassbesitzes gibt es nicht mehr. Es gibt aber das Verfahren der Erbscheinerteilung nach § 2353 BGB und den Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FAMFG. Der Erbschein ist ein Zeugnis über das bestehende Erbrecht. Er ist keine endgültige Entscheidung über das Erbrecht. Er kann wieder eingezogen werden. Er hat aber die Funktion, dass man sich als Erbe ausweisen kann und dass Personen, denen ein Erbschein vorgelegt wird, auch darauf vertrauen dürfen, dass der, der den Erbschein vorlegt, Erbe ist. Hat also letztlich so ähnlich wie das Verfahren der Erteilung des Nachlassbesitzes auch die Funktion, dem Erben bei der Durchsetzung seiner Rechte zu helfen. Und in diesem Verfahren gibt es nach den einschlägigen Verfahrensrechtsvorschriften auch die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzulegen, das heute Beschwerde heißt. Insofern kann man sagen, gibt es Parallelen zu dem, was hier vorfällt. Es wird eben der Nachlassbesitz erteilt, jemand ist nicht zufrieden und legt ein Rechtsmittel ein. Die Gründe, aus denen die Entscheidung dann gedreht wird, sind für uns heute nicht nachvollziehbar, denn eine Diskriminierung wegen der religiösen Überzeugung des Genuzius, wegen seines Geschlechts oder auch deswegen, weil er sich selbst entmannt hat, wäre alles aus heutiger Sicht sicher unzulässig nach den Grundsätzen des Artikel 3 und 4 Grundgesetz, hätte mit seiner Erbfähigkeit nichts zu tun und infolgedessen hätte bei uns sicherlich die Entscheidung, dass Genutius den Erbschein bekommt, Bestand gehabt, wenn er in einem Testament als Erbe eingesetzt war. So viel zu dieser Wiederholungsfrage. Noch kurz zur Auflösung der Leitfragen, die ich dazu auf StudIP gestellt hatte. Da war zum einen gefragt, ob die Aussage richtig ist, dass die Entscheidung, die Anrufung des Konsuls das spätere Appellationsverfahren
vorwegnimmt. Das hatte ich gerade erläutert. Das kann man so sagen. Das war eine richtige Aussage. Die Entscheidung nimmt die späteren Regelungen zum Fideikommiss vorweg. Nein, damit hat es eigentlich nichts zu tun. Es geht ja hier nicht um ein Fideikommiss, sondern ganz normal um die Einsetzung eines Erben. Valerius Maximus war ein klassischer Jurist, keineswegs. Wie erläutert, war er ein Schriftsteller, der letztlich zur Unterhaltung und Belehrung des Publikums geschrieben hat, aber kein Fachjurist. Die geschilderte Begebenheit spielt in der Spätantike, auch das stimmt nicht. Die geschilderte Begebenheit spielt, wie wir feststellen konnten, anhand des Konsuls, der genannt wird, im Jahr 77 vor Christus und damit in der spätrepublikanischen oder eben vorklassischen Epoche der römischen Geschichte bzw. der römischen Rechtsgeschichte. Und letzte Äußerung, es handelt sich um eine Entscheidung zur Erteilung des sogenannten Nachlassbesitzes. In der Tat, um dieses Verfahren ging es, das haben wir gerade noch gesagt. Damit bleibt nur noch endgültig mich zu verabschieden. Dies ist einstweilen das letzte Video, das ich mache. Ich nehme das auf, nachdem ich schon das letzte Vorlesungsvideo zur letzten Einheit über das Erbrecht in der Spätantike eingespielt habe. Nächste Woche gibt es dann die Klausur. Wenn Sie vorher noch Fragen haben, stellen Sie sie. Vielleicht mache ich dann auch noch ein kleines Video zur Beantwortung von Fragen. Es wird jedenfalls rechtzeitig eine technische Anleitung zum Hochladen der Klausur geben, das aber wohl nur als Text auf StudIP. Und ich werde auch noch ein Muster für so eine Klausur für eine Exegese hochladen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in der Veranstaltung und wünsche alles Gute für die vorlesungsfreie Zeit und dann auch für die Fortsetzung des Studiums, vielleicht ja sogar in Präsenz, vielleicht in der Weise, dass wir uns mal begegnen im kommenden Semester. Vielen Dank.